Wer hätte gedacht, dass das erste Let's Read Indigo so ein großer Erfolg werden würde? Ich nicht. Und ich denke, ihr da draußen auch nicht. Und ich bin so oft nach einer Fortsetzung gefragt worden, dass ich nun nicht länger warten könnte, um euch ein zweites Let's Read zu präsentieren. Ursprünglich hatte ich ja vor, einfach nur das zweite Kapitel des Buches zu lesen, aber ich dachte mir, das ist zu wenig. Ich muss es mit etwas Neuem probieren. Drum heute, Let's Read Süddeutsche Zeitung. Auch diesmal traue ich mich leider nicht, etwas zu lesen, was ich noch nicht vorher gelesen habe. Deswegen habe ich mir von der Requisite diese alte Zeitung hier besorgen lassen. Vom 19. Mai 2014. Ich hoffe, diese Zeitung wird interessant.